Schnitzel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, die Stimmung ist gut und das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass unser Mindestlohn, die Erhöhung richtig gewesen ist, auf 12 Euro. 6,2 Millionen Menschen haben profitiert im Oktober letzten Jahres, als wir den angehoben haben. Es waren 22% Lohnerhöhung. Wenn man 10% Inflation abzieht, ist immer noch einiges übrig im Geldbeutel der Menschen. Aber das ist kein Reichtum. Und ein Mindestlohn ist ein Mindeststandard. Tariflöhne, Tarifverträge, das ist Goldstandard. Und deswegen ist wichtig, dass wir einen zweiten Punkt uns genauer angucken. Ein zweiter Punkt dieser EU-Mindestlohnrichtlinie, wo Sie auch zitiert haben in Ihrem Antrag, der unsere ganze Aufmerksamkeit braucht. Nämlich, wenn die Tarifbindung in einem Mitgliedstaat unter 80% fällt, dann muss die Regierung einen Aktionsplan aufstellen, damit Schritt für Schritt mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Tarifverträgen profitieren können. 80%. Und jetzt sind wir bei 50% und manchmal sogar noch darunter. Das könnte man meinen, dieses Ziel ist nicht erreichbar. Aber das war vor gut 20 Jahren Standard bei uns. Und das ist kein unerreichbares Ziel. Es ist extrem anstrengend, das zu erreichen, aber das müssen wir tun. Und wir machen das ja auch. Wir haben den Mindestlohn im letzten Oktober erhöht. Ich habe es gerade eben zitiert. Hubertus Heil und das Arbeitsministerium und wir alle in A&S und im ganzen Parlament sind hier aktiv. Aber wir werden, oder unser Minister wird sehr bald einen Gesetzentwurf vorlegen, wo es darum geht, dass öffentliche Aufträge, die vergeben werden, nicht mehr der Billigheimer bekommt, sondern derjenige, der Tarifbindung hat und der Tarifbindung bezahlt. Und das ist unser Steuergeld, was hier eingesetzt wird. Deswegen ist das richtig und wichtig, damit die Beschäftigten auch ordentlich bezahlt werden können. Aber noch ein kurzer Blick auf den Mindestlohn und wie er wirkt. Ja, am nächsten Montag wird die Mindestlohnkommission, in deren Händen das jetzt auch wieder liegt. Und das war richtig, die ganze Zeit. Denn es ist Aufgabe der Tarifvertragsparteien, den Lohn. Sie haben recht, wenn Sie sagen, nicht des Bundestags. Aber wenn man feststellt, dass die Schere auseinandergeht, dass der Mindestlohn nicht mehr der allgemeinen Lohnentwicklung hinterherkommt, dann kann man zusehen oder man kann einschreiten. Und ich glaube, es war richtig, dass wir eingeschritten sind und dass wir gesagt haben, das geht nicht, weil es geht um die Menschen, die jeden Tag einen harten Job machen, wo wir alle dankbar sind, die uns helfen, dass unser Leben funktioniert und die immer noch am Ende des Tages, die Kollegin Ferschel hat es ausgeschildert, immer noch im Niedriglohnsektor beschäftigt sind. Und alle die, die unter 12,76 Euro verdienen, sind im Niedriglohnsektor. Und deswegen bin ich ganz bei Hubertus Heil und wahrscheinlich bei allen, dass wir hoffen können, dass am nächsten Montag die Mindestlohnkommission ein gutes Ergebnis vorlegt und dass der Mindestlohn eben steigen kann und steigen wird und viele Menschen etwas mehr in ihrem Geldbeutel haben, denn sie müssen Kaufkraftverluste ertragen, sie haben Inflation zu tragen und wir können hier nicht stehen bleiben. Wir müssen nach vorne gucken und deswegen bin ich froh, dass dies ermöglicht worden ist von der Ampel, von der CDU, CSU gab es, glaube ich, Enthaltungen im letzten Jahr. Die Linke hat zugestimmt und die Ampel hat es auf den Weg gebracht. Ich bedanke mich. Für die Unionsfraktion hat das Wort Axel Knörr.